Sasso San Gottardo ist eine ehemalige Festung, eine von vielen Festungen, die während dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Und wir haben die jetzt umgewandelt in ein Museum, wo wir erstens einmal die Festung zeigen, der historische Teil. Und dann hat es aber in diesen Räumen, die ursprünglich die Unterkünfte waren, Essräume, Büro, Spital, das da drin hatte, dort haben wir Ausstellungen drin. Und dort haben wir als Prunkstück die grössten Kristalle, die je gefunden wurden. Und da darf ich ruhig sagen, das Publikum ist begeistert. Hast du nachher richtig viel Zeit investiert? Wieso hast du dir das so ans Herz gewachsen? Ich habe einfach gefunden, Sasso Tapinia und nachher Sasso San Gottardo ist etwas, das den Leuten die Augen auftut, was ist ein Redwi überhaupt war. Das war ja immer ein Mythos. Niemand hat genau gewusst, wie viel Festungen und wo die Festungen sind. Das war also alles zusammen unter strengster Geheimhaltung. Und der Bau hat mich fasziniert. Und es gibt weitere Ideen, die wir hier nachher realisieren wollen. Hast du als Kind schon cool gefunden, mal ins Militär zu gehen? Eigentlich nicht. Aber als ich die IBM eingetreten bin, war gerade der Punkt für die Frage Generalstab oder nicht. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht. Das muss ich schauen mit der Firma und so weiter. Und habe mit diesen Leuten geredet. Und dort haben sie gesagt, ja, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt das, dann machen das. Du hast auch noch Familie gehabt, mit zwei Jungs daheim. Du hast denn das drei Söhne. Okay. Ja. Du, wie ist denn das gegangen? Mit dem vielen Hin- und Herreisen während der IBM und dann deren Militärkarriere an der Seite? Also, da darf ich natürlich meine Frau schon nicht ein Kränzchen, sondern einen riesengroßen Kranz winden. Was sie dort hier alles zusammengeleistet hat, war ich effektiv sehr, sehr viel bin ich unterwegs gewesen. Und sie hat an diesen Orten natürlich auch mitkommen, irgendwo, wenn es ein Anlass war. Das war schön. Aber der Zeug, also das hat schon zum allergrössten Teil hat das meine Frau gemacht. Das darf ich ruhig sagen. Ja. Jetzt hast du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit. Du hast Stiftung so das Präsidium abgegeben an deinen Nachfolger. Hast du ganz bewusst ein bisschen mehr Zeit verschaffen? Das tue ich wirklich auch geniessen. Und ich sage auch, man muss das Leben geniessen. Oder? Man darf sich nicht einfach da zurückziehen und so weiter. Auf der einen Seite hat man die Aufgaben, die man wahrgenommen hat, und hat man viele Leute kennengelernt. Und das muss man nachher auch auslegen, auskosten und geniessen.